Hallo liebe Epke-Fanleser, wir haben hier wieder einmal einen neuen Bluetooth-Lautsprecher und zwar die Rockbox. Die ist hier in einem soliden Metallgehäuse eingelassen und hat so eine Bienenwabenstruktur obendrauf und integriert einen Akku mit 2500 mAh und ist somit auch für den Einsatz im Park oder bei der Grillparty geeignet und soll 10 Stunden Musik abspielen. Hier auf der rechten Seite haben wir zusätzliche Tasten. Man kann halt die Lautstärke verringern oder aufdrehen und hat auch die Möglichkeit, hier ein neues Gerät per Bluetooth zu verbinden. Wer möchte, kann auch ein Tablet oder weiteres Smartphone per AUX-Kabel anschließen und natürlich das Gerät aufladen. Ich habe es hier schon auf On gestellt und oben diese kleine LED zeigt an, dass wir schon verbunden sind. Zusätzlich haben wir noch ein Mikrofon, so dass wir den Lautsprecher auch zum Freisprechen benutzen können, wenn wir das zum Beispiel mit dem iPhone verbunden haben. Und wichtig ist natürlich immer der Klang, deswegen spiele ich jetzt hier mal einen Song ab. Den Klang einzuschätzen ist natürlich immer schwierig, auch kommt er im Video nicht so rüber, wie man es in echt hören würde. Aber für diese kleine Box ein richtig guter Klang, wie wir finden. Schöne hohen Höhen, gute Tiefen. Bass gibt es jetzt nicht so viel. Er ist da, aber ein Basswunder gibt es hier natürlich nicht. Was allerdings ein bisschen verwunderlich ist, dass hier die Beschriftung der Tasten, wo man die Lautstärke ändern soll, wenn ich da jetzt mal drauf drücke, passiert da nämlich was ganz anderes. Wir skippen nämlich einen Song. Also die Tasten sind hier falsch beschriftet. Das könnte man hier noch ändern, wenn man eine neue Version rausbringt. Aber die Funktion ist natürlich ebenfalls nützlich. Und insgesamt ist das Teil klasse gemacht. Sieht gut aus, ist stoß- und rutschfest. Kann auch mal runterfallen, da passiert so schnell nichts. Bietet einen guten Klang, kostet 89,99 €. Kann bei Amazon oder Cyberport gekauft werden. Und ja, alle weiteren Infos gibt es nochmal im Artikel dazu. Insgesamt ein guter mobiler Lautsprecher für iPhone, iPad und für den Mac.